Ja, einen angenehmen Donnerstagabend äh, in die Runde. Wir sind jetzt schon äh, elf Zuschauer. Wir warten noch kurz ein paar Minuten. Solange gibt's tolle Musik, ähm, bis noch ein paar Le mehr Leute da sind. Und dann geht's hier los. Fragen zu der Wetterlage könnt ihr gerne stellen und zwar in den Chat direkt rein. Angelo wird diese dann gestellt bekommen und diese dann auch, sofern es sie möglich ist, äh, beantworten. Dann nochmal einen schönen guten Abend und willkommen. Solange gibt es jetzt erstmal noch kurz ein bisschen Brückenmusik. Me cansé ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime que quieres si Todo lo tienes Ya no quiero verte So, einen angenehmen guten Abend und willkommen zum kleinen, aber feinen Wetter-Update, ähm, was den Kreis betrifft. Wir reden jetzt über eine kleine Sonderlage, eine Gewitterlage, eine ja eventuell auch Starkregenlage, die uns hier im Kreis erwartet. Ähm, bevor wir äh, hier starten, einmal für euch als äh, ganz frisches Update das aktuelle Wetter. Geht 20 Sekunden und dann geht's los. Neben ein paar letzten Sonnenstrahlen im Norden und Nordosten Deutschlands ist es im Rest des Landes wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Auch in der Nacht geht es dann so grau und regnerisch weiter, nur im Norden und Osten bleibt klar und trocken. Morgen sieht es dann genauso aus, meist ist es bewölkt und verregnet, nur Richtung Nordosten kommt die Sonne raus bei Werten zwischen 22 und 27 Grad. Ja, und wenn wir uns dann einmal äh, ins Handy einmal rein navigieren, dann sehen wir auch vielleicht die ein oder andere Cartwan-Meldung. Darüber reden wir auch noch und wir versuchen jetzt einmal anhand der neuesten Modellkarten euch ein Update zu liefern. Und das kann eigentlich ich nicht so gut, das muss man ganz ehrlich gestehen. Dafür haben wir ihn, den Angelo von der Meteorite Hessen. Hallo Angelo! Ja, hallo, schönen guten Abend. Du bist uns jetzt hier quasi einmal live zugeschaltet. Erstmal vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst und äh, euch oder dir das einmal hier anschaust. Ähm, wir haben ja schon eine Warnlage herausgegeben vom deutschen Wetterdienst. Äh, da stand jetzt heute Morgen drin um die 80 Liter. Äh, binnen 12 bis 24 Stunden holen uns einmal ganz kurz ab, explizit für den rhein hunsrück Wir haben ja noch so ein paar Bäche, müssen wir auch noch gleich einmal drüber sprechen. Ähm, wie ist jetzt der aktuelle Sachstand bezüglich der Wetterlage? Also die Wettermodelle, die kämpfen schon seit einigen Tagen um die Regenmengen. Ich, ich sag's mal so: Wir hatten auch schon höhere Berechnungen bis 140 Liter. Das hat sich erst irgendwie im Raum baden-württemberg so etabliert jetzt mittlerweile muss ich sagen die neueste modellrechnung vom deutschen wetterdienst icon d2 sagt dass die meisten oder die ergiebigsten regenfälle tatsächlich in rheinland-pfalz fallen werden also quasi die grenze eifel rheinland-pfalz und dazu gehört auch der rhein-hunsrück-kreis da wird aktuell berechnet bis zum samstag quasi samstagmorgen 80 Liter sind da durchaus möglich. Jetzt haben wir ja so dieses Problem, dass die ganzen Böden voll sind, vollgesogen mit Wasser. Das kann ja dann auch zum Teil kräftiger werden und heftiger ausfallen. Ja, also die Modelle simulieren schon auch eine Starkregenlage. Das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her. Dann gibt es auch mal kurze, schwächere Phasen. Aber mitunter kann es da auch mal richtig zur Sache gehen. Und Starkregen, wie man selber weiß, da, gerade kleine Bäche, die sind ruckzuck voll und dann werden daraus äh, reißende Flüsse. Ähm, man muss die Lage wirklich akribisch beobachten, auch äh, in Verbindung mit den Hochwasserzentralen und die Pegelstände beobachten, wenn es denn dann wirklich so regnet, wie die Modelle ähm, momentan prophezeien. Das wird morgen früh irgendwann anfangen und wird sehr wahrscheinlich am Samstagmorgen erst wieder aufhören. Und äh, wie realistisch ist es, dass diese Wassermengen, wir reden jetzt hier 80 Liter, ähm, tatsächlich äh, hier runterrieseln? Also, ich sag's mal so, ähm, seit heute Morgen hat sich jetzt ähm, das Kurzfristmodell jetzt gerade was eben die Region angeht, nicht mehr wirklich viel geändert. Also, es werden immer noch zwischen 60 und 80 Liter binnen der nächsten, sag ich mal grob, äh, 36 Stunden berechnet. Und das ist schon harter Tobak, muss man sagen, ja. Ähm, zumal man ja auch nicht weiß, ähm, in welchem Zeitraum fällt der Regen jetzt wirklich, ja. Ich meine, heute. Waren auch, sage ich mal, mehr Niederschlag angesagt, der dann letztendlich in Form von Gewittern und kleinen Schauern fallen sollte. Das hat sich aber auch anders entwickelt. Das kann jetzt natürlich sein, dass morgen dann quasi diese geballte Kraft der entwickelten Niederschläge dann, sage ich auch mal, binnen zwölf oder 24 Stunden niedergeht. Ja, das werden keine Gewitter mehr sein, das wird. Definitiv Dauerregen und Starkregen sein, der da morgen so quasi von ähm, Süden dann auch in den, in die Pfalz und auch ins komplette Rheinland-Pfalz so übergeht, ja? Eine Frage, wir haben ja, wir haben ja hier jetzt gerade hier bei uns in der ähm, Region hier im Hunsrück, wie du es eben gesagt hast, schon diese ganzen Bäche. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel die Simmerbach. Die läuft beispielsweise auch durch den Ort Gemünden, das ist ein Ort im Tal tatsächlich. Ähm, Dort gab es auch in der jüngsten Vergangenheit bereits auch schon mal nasse Füße, auch im Feuerwehrgerätehaus. Ich glaube, das war 2016, müsste das gewesen sein. Korrigiert mich bitte im Chat, wenn das nicht so der Fall ist. Ähm, die, die Simmerbach. Ähm, sagt dir die was, wie die lang läuft? Also ich bin jetzt im Rhein-Hunsrückkreis nicht wirklich zu ja. Hause, aber du wirst es mir bestimmt erklären können. Ja, also die, die, die Simmerbach, das ist so ein kleiner Problempunkt, sage ich mal jetzt hier im, im, im Hunsrück, ähm, weil wie gesagt, Gemünden liegt ganz unten im Tal und das Wasser läuft grundsätzlich in den, also ins Tal rein. Und äh, die wird dann relativ zügig, relativ schnell voll werden. Ja, ähm, mhm. kannst du mal währenddessen wir uns hier unterhalten mal parallel schauen äh, jetzt so in dieser Gemarkung Gemünden, Gelweiler die Richtung, ähm, weil das tatsächlich ein Problem, Problem sein könnte, wenn wirklich 80 Liter darunter rasseln. Ähm, wie realistisch es ist, dass es da zu einer, ich sag mal Hochwasserlage ähm, Kommt. Also man muss ganz klipp und klar sagen, wenn wirklich diese 80 Liter, so wie sie jetzt äh, berechnet sind, in diesem Zeitraum niedergehen, kann man stark davon ausgehen, dass, äh, dass es Überflutungen geben wird ja es kommt es es ist halt nur die Frage ist es ein schleichender Prozess oder ist es ein spontanes Ereignis das kommt halt auf die Intensität des Regens an ja ich sag mal wenn es jetzt morgen reinbrechen würde mit schlagartig Starkregen, Regen ähm, der dann auch über zwei drei vier Stunden gehen würde dann kann man davon ausgehen dass es Sturzfluten gibt die entwickeln sich schnell und machen Schlammlawinen und ziehen über die Dörfer. So muss ich dir das vorstellen. Wenn es aber jetzt anhand steigender Pegel wegen langanhaltendem ergiebischen Dauerregen ist das ein Prozess, den man beobachten kann. Auch eben an den Pegelständen. Man kann sich besser darauf vorbereiten. Ja, Also ich bin ja auch selber in der Feuerwehr, ich weiß ja wie das ist, ja. Hm. Wir beobachten die Pegelstände bei Dauerregen und sehen, wenn wir irgendwann an der Meldestufe 1 angekommen sind, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt müssen wir über Sandsäcke nachdenken. Ja. Das geht eben bei einem Starkregenereignis ähm, schwieriger. Da wird ein kleiner Fluss, der eben noch ein Rinnsal wird, binnen einer Stunde zum reißenden Fluss. Und da kann man dann nur noch Schadensbegrenzung machen. Das ist ein Tief, was hier reinzieht. Welche Besonderheiten hat dieses Tief? Was, was bringt das mit sich? Also, das, das Tief ist eine Tiefdruckrinne, so nennt man das. Es ist im Prinzip ja auch eine Rinne. Das ist quasi eine Verbindung zwischen. Zwei Tiefdruckgebieten und da bildet sich halt eine Rinne und in dieser Rinne gibt es oftmals eben ergiebige Niederschläge. Ja, und damit haben wir es halt morgen zu tun. Eure Fragen an den Meteorologen, Angelo, gerne jetzt in den Chat. Die Anna Haas äh, schreibt jetzt schon gerade, äh, ja, wir werden alle Gummistiefel brauchen. Und der Manuel bestätigt ja, das war 2016. Der Hendrik Schneider schreibt gerade in Chat: Juni 2016 war das ja sehr gut. Also ihr seid auf jeden Fall <laughs> genauso geupdatet wie ich. Noch ganz kurz einmal zur, ja, ich sag mal Prävention. Worauf muss man denn bei solchen Waren und Wetterlagen achten? Also grundsätzlich sollte man jede Warnung ernst nehmen. Es ist ja, ich sag mal, gerade in sozialen Medien, ich merke das ja selber, wenn man irgendwelche Warnungen schreibt, dann ist das erste, was kommt, ist alles nur Panik machen. Das erzählt man den Leuten in der Eifel. Ja, die ihr ja hab und gut damals verloren haben. Ich bleibe bei meinem Stil, wenn ich irgendwelche markanten Wettereignisse sehe, dann regelt es ja auch Tacheles. Ob das letztendlich dann wirklich auch so kommt wie angepriesen, ist mir in dem Sinn erstmal scheißegal. Ja, ähm, Wir müssen warnen mit dem Handwerkszeug, das wir als Meteorologen zur Verfügung haben, das sind nun mal Wetterkarten, das sind noch andere Parameter und damit bauen wir halt unsere Wettervorhersage zusammen. Und wenn ich mir im Moment die Modelle anschaue, muss ich sagen, morgen besteht in eurer Region eine markante Wetterlage, die möglicherweise unwetterartig wird. Das werden wir spätestens morgen früh sehen wenn wir auf das Radar gucken können, wenn wir Nowcast machen können und sehen, was da wirklich für ähm, Wassermassen dann vom Himmel fallen, ja, das kann man an dem Radar sehr gut erkennen. Ja, man muss bedenken, die, die ziehen sehr langsam. Das heißt, es kann mehrstündigen Regen auf einer Stunde ähm, auf einem Fleck geben. Das ist halt noch die andere Variante, die noch dazukommt. Ist das gefährlicher, ja. als wenn man jetzt sagt, okay, man hat diese Menge, man hat diese Menge auf einmal statt verteilt? Ja natürlich, ja. Also wie gesagt, nehmen Eimer Wasser und schütten um. Dann hast du ruckzuck alles voll mit Wasser. Ja, wenn deine Dusche tropft, ja, dann es halt langsam. Es wird zwar im Endeffekt genau denselben Schaden anrichten, aber du kannst besser reagieren, als wenn dir der Eimer mit dem vollen mit dem Wasser umfällt. So musst du dir das vorstellen, ja. Mhm. Manuel fragt gerade in den Chat, kann man die Regenfront zeitlich und ungefähr einschätzen, wann sie unsere Region und den Bereich Koblenz neu wieder erreichen wird? Also, grundsätzlich können die Wettermodelle, die simulieren, schon einen Beginn. Der wird aktuell bei der letzten Modellrechnung ähm, so circa zwischen 9 und 10 Uhr simuliert. Aber das sind halt immer nur Zeiten, die kann man nicht so wirklich. Ähm, realisieren. <laughs> man muss halt gucken, einfach morgen ein gescheites Wetterradar nehmen und gucken, wann der Regen wirklich kommt. Und vor allen Dingen, man sieht ja auf diesen Wetterradaren mittlerweile bei jedem, wie intensiv die Niederschläge sind, mhm. ja. Und man kann das ja auch fortlaufend sehen. Und das kann jeder Laie, ja, ja. um zu gucken, okay, das wird jetzt brenzlig, ja. Mm. Falls ihr geupdatet werden wollt, äh, es gibt ja von äh, unserer Seite eine WhatsApp-Gruppe, die Rundfunk- und Medienproduktion, die Meldergruppe, da gerne reinkommen. Wer in die Gruppe kommen möchte, der bekommt dann dort auch relativ zeitnah. Morgen, Angelo, ähm, ein Wetter-Update. Ja klar, ja. Was können wir machen. Ja, ähm, äh, falls ihr da reinkommen wollt, mir gerade bitte hier nach dem nach dem Live eine Nachricht schicken mit Hallo, ich will rein und dann äh, kriegt ihr den Link von mir und dann genehmige ich auch den Zutritt. Ist gar kein Problem. Eure Fragen nach wie vor noch schnell in den Chat. Angelo hat einen langen Tag hinter sich und ich glaube noch eine lange Nacht. Wie sieht es da bei Was? dir aus? Ja, ich werde heute Abend nochmal alles checken. Es kommt ja nochmal ein Lauf rein. Das Icon D2, das aktualisiert sich ja alle drei Stunden. Ja. Ich werde da auch nochmal drauf gucken, aber ich denke nicht, dass es da jetzt noch großartige Veränderungen geben wird. Ja. Okay, also das heißt, die Wetterlage, die jetzt so hergesagt wird, die ist fest? Die Wetterlage aus Modellsicht ist fest, ja. Aber wie gesagt, ob das dann wirklich morgen so eintreffen wird das können wir morgen früh anhand des Radars analysieren um dann zu gucken okay das passt wirklich mit dem modell überein oder mhm. nicht man mhm. muss sich ja vorstellen es gibt ja nicht nur ein wettermodell es gibt ja unzählige wettermodelle ja. und im Prinzip sagt jeder was anderes. Man muss irgendwie immer versuchen, einen Mittelweg zu finden. Man vergleicht dann quasi das Live-Radar mit den Modellen und kann sich da quasi dann irgendwie einen Weg dazu finden, okay, das passt am besten und dann wird auch diese Wetterlage wahrscheinlich nicht so eintreten, ja. Also an alle, ähm, achtet auf Katwan, auf den, auf den Bevölkerungsschutz. Dort stehen dann auch ähm, grundsätzlich immer Informationen drin, wie man sich zu verhalten hat. Ja, ähm, gerade wenn man an markanten Stellen wohnt, wie ja so ein kleiner Bach, der wird auf einmal dann zu einem Flüsschen. So, ich sehe, es sind sonst keine Fragen mehr äh, im Chat drin. Ich glaube, dann haben wir doch relativ kurz ausführlich darüber gesprochen. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, jetzt habt ihr noch kurz die Chance, die reinzududeln und Angelo wird die beantworten. Ähm, Angelo, nochmal noch mal, noch mal ganz kurz. Ja. Kannst du uns mal, wenn das geht, markante Stellen gerade noch mal einmal nennen, bitte? Also markante Stellen, wenn ich mir jetzt hier gerade noch mal die, die Karte von Rheinland-Pfalz anschaue. Wir haben also quasi komplett im Raum Kaiserslautern im Übersaarland bis hin quasi in, in den Hunsrück 80 bis 90 Liter werden da im Moment simuliert. Ja ich denke einfach mal, es wird auch so bleiben. Ja, Wenn ich mir später die Modelle nochmal angucke, wird sich da definitiv nicht mehr viel ändern. Mhm. Also Leute, beobachtet morgen das Wetter, guckt und wenn die Pegel steigen, reagiert. Jetzt, ja. sagst du, jetzt also, hast du eben gesagt, Wetter beobachten. Wie soll man das am besten beobachten? Kurzer Tipp von dir. Wie gesagt, man kann gerade solche Wetterlagen, wenn man zu Hause ist, Guckt euch die Pegelstände an, guckt euch draußen an, wie es regnet und guckt euch das Regenradar an. Und das macht man eins und eins zusammen. Und dann weiß man, okay, wann es brenzlig wird, ja. Mhm. Ähm, man sieht es ja auch schon draußen bei Starkregen, ja. Dann sieht man irgendwann ja auch keine Straße mehr. Man hört die Kanalisation, wie sie immer voller wird. Das hört man. Mhm. Reißende Bäche in, in der Kanalisation. Wenn die Deckel erstmal hochfliegen, dann ist es meistens schon zu spät, ja. Ja, ja, okay. Ja. Also, der Saddam fragt noch gerade an der Mose. Bernkastel-Kues äh, geht's da auch ab? Ich denke ja, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir hier ähm, ähm, äh, zehn Kilometer weiter einen Wolkenbruch haben. Es zieht ja doch relativ langsam ja über uns hinweg. Also ich denke mal, das wird über, wenn ich mir jetzt mal die die Karte anschauen äh, anschaue, das wird über ja Luxemburg, Belgien zieht das langsam rein, ne? Also das kommt eher aus Süden rein. Ja. Und wie gesagt, es ist keine Gewitterlage ja. mit äh, lokalen Gewister, äh, Gewitterclustern. Das ist wirklich eine, sag ich mal, eine kompakte Sache. Mhm. Ja? Und das heißt, das wird quasi dann quasi über ganz Rheinland-Pfalz ziehen. Ja? Ich sag mal so, Richtung Koblenz-Mainz wird es weniger. Okay. Aber ich sag mal so im, 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 Süd, im Süden, in der Südpfalz, ja. Und wie gesagt, Ida Oberstein, diese ganzen Richtung Eifel, die sind quasi schon im Fokus. Ja, ja. ja also Oberstein, dann die, dann zieht das über die Ecke Kirchberg, ja. Also Kirchberg, Rundsrück, Kreuznach. genau, Bad ja. Kreuznacht, genau, ja. Ja, ja, ja. Okay, gut. Das heißt, da, da müssen wir, da müssen wir aufpassen. Ähm, kann aber auch sein, dass das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter, ich sag jetzt mal, reingedrückt wird. Ne? Also so leichte Veränderungen sind ja grundsätzlich immer drin. Leichte Veränderungen sind immer möglich. Ja, wie ja. gesagt, das ist halt ein, ein großes Wolkenband. Die die Wolken sind voll mit Wasser und die werden sich morgen definitiv abregnen. Ja. Sehr gut. Also äh, Angelo, vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, die Fragen ja, haben, wir, haben wir alle äh, beantwortet. Solltet ihr noch Fragen haben, dann nutzt dann dafür gerne die WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr da rein wollt, dann bitte nach dem Live-Warten, schickt mir dann dort eine, eine, eine Nachricht und dann kriegt ihr den Link von mir direkt zugeschickt und dann seid ihr da drinne. und der Angelo wird uns dann morgen früh einmal updaten bezüglich dem Wetter. Wann willst du uns ungefähr updaten? Hast du da eine ungefähre ja. Uhrzeit? Ja, ich denke so zwischen 8 und 9, ja. Da sind so die die Morgenmodelle alle durch. Dann werde ich noch mal ein kurzes Update schreiben und hm. dann ähm, vielleicht sind wir dann auch schon mittendrin. Ähm, wie gesagt, die die Uhrzeiten, die ja. kann man bei Wettermodellen ja. nie festmachen. Ja, also hm. wir werden sehen. Gut, sehr schön, Anjo, Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für das ja, Gespräch. Vielen Dank. Alle da draußen, Gerne. vielen Dank fürs fürs Zuschauen und äh, bleib tapfer, Anjo, Du bleibst äh, noch kurz in der Leitung und Bleibt tapfer und äh, informiert euch über das Wetter. Kommt in die Gruppe und dann seid ihr morgen geupdatet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend und eine ruhige Nacht. Macht's gut. Tschüss.